Hallo liebe Pokéfreunde, Upidu wieder hier und selbes Team, selbes Glück. Lasst ein Abo da, Likes da, das hilft mir. Wäre nett, danke. So, mal sehen, ob wir wieder Punkte hochgehen gegen Nico Arias, wenn ich richtig gelesen habe. Nidoqueen. Ja, den ersten Giftzahnnehmer. Boah, das macht. Ja, gut, das war. Das Matchup sollten wir definitiv gewinnen. Bloß Nidoqueen wird noch nervig, ne? Ich muss hier auf jeden Fall mit extra Energie raus, so viel ist klar. So. Nächster Eisbär. Jetzt kann ich auch runterfahren. Denk, ah, kann ich runterfahren? Schwierig. Ja, doch, schaff mal. Falsches Mon, falsches Mon. Nein. Ich wollte in Fiaro gehen. Nein. Wobei war er gar nicht so doof eigentlich. Weil hier muss er doch eh auf Schmarotzer gehen. Chili hier sogar einmal. Wir gehen wieder für die Samenbombe. Perfekt, Shit ist da. Wir lassen es jetzt drauf gehen. Aber doch gar nicht so doof, hier reinzugehen. Wichtig ist, Wechseluhr runterticken lassen. Ah, sau doof. Sau doof jetzt. Genau in den Giftzahn abgefangen. Das war natürlich jetzt nicht geplant. Aber da wäre ich natürlich eher auf Sturz. Ah, schöne Idee. Dann war das nicht so schlimm. Nidoqueen ist weg. Ja, dann muss ich hier nur zur Nitro-Ladung kommen. Schmarotzer reicht hier nicht. Dann ist alles richtig passiert. Ja, Schmarotzer reicht nicht. Okay, eigentlich wollte ich Nitro-Ladung einsetzen. Aber okay, jetzt habe ich runtergefarmt. Auch egal. Irokex ist weg. Ja, dann war der Wechsel auf Trombok gar nicht so doof. Stimmt, Irokex ist jetzt nicht die größte Bedrohung, sag ich mir, für Trombok. Da gibt es schlimmere Unlicht-Pokémon. Entschuldigung. So, Gian Red Ghost ist der nächste oder die nächste. Oder das nächste. Ah, Barrikadox. Er bleibt drin. Er bleibt eiskalt drin. Nachtieb lassen wir durch.
Okay. Ja, okay. Ein Sturzflugen war hier. Er gewinnt leider den Gleichstand. Naja, lass mal durch. Ich hoffe, ich kann runterfahren. Ja, das geht wenigstens aus. Perfekt. So, einen können wir mal durchlassen. Ich hoffe, hinten ist nicht noch ein Kampf-Pokémon. Au. Okay, jetzt ist es verloren. Weil Kadax hat Boost. Jetzt ist es definitiv verloren. Wäre jetzt nicht der Boost gekommen, hätte ich es vielleicht noch gewinnen können. Ah, jetzt macht zu Konter zu viel Schaden. Wobei, Konter geht eigentlich noch gerade aktuell. Leider hat er den Kreuzhieb. Leider hat er den Kreuzhieb. Er schildert aber. Ich schilde auch. Und hoffe, dass ich runterfahren kann. Okay. Was ist es? Gengar, okay. Könnte ich mit Abfangen gewinnen? Okay. Verdammt. Ja, das wird eine Finsterfaust sein, ne? Ja. Oh, die überlebe ich. Oh, die überlebe ich. Ja, aber ich komme hier nicht mehr zur Attacke, ne? Nee. Schade. Ja, hätte ich die Finsterfaust abgefangen. Schade. Oder ich hätte auf Erdbeben gehen sollen. Schade. War aber dennoch knapp. Oh, ich hätte sowas von auf Erdbeben gehen sollen. Das Gengar wäre One-Hit weg gewesen. So, ja. Feuerwurm, das ist in Ordnung. Da müsste ich eher zur Attacke kommen. Und er fängt einfach eiskalt ab. Aber es ist ein Registeel. Es ist ein Registeel. Was sehr gut ist. Wir haben noch bei Reiser gegen Giratina, ne? Jetzt müssen wir einsetzen. Gegen Giratina haben wir noch Valraiser. Ja, die können wir durchlassen. Ist Innoblitzkanone, genau. Hier setzen wir Samen ein. Perfekt. Mit Glück kommen wir noch zum Spukball. Ah, oh, schade. Dann gehen wir hier rein. Schäden hier nicht. Genau.
Wir gehen hier auf Sturzflug. Unsere Wincon ist zwei Reiser. Erschildert, okay. Nächste Lichtladung kommt, okay. Oh, bitte schilde das nicht. Schilde das. Perfekt. Was? Ja, Muss ich schon chillen. Sturzflug respektiere ich nämlich. Perfekt. Das sieht eigentlich ganz gut jetzt aus, ne? Ich muss nur auf zwei Eissperre kommen. Ja, Drachenklaue macht nicht so viel. Feuer oder ist das Schlimmere? Aber das sollte eigentlich gehen. Ja. Ladeattackengleichstand sollte ich gegen Giratina gewinnen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Der nächste Eisschussspeer richtet Giratina hin. Doch, noch gewonnen. Perfekt. Ja, Sturzflug muss sich einfach schilden. Da führte kein Weg drumrum. Es war halt klar, dass er auf Sturzflug gehen würde und mich hat es gewundert, dass er drin geblieben ist. Mich hat es ehrlich gewundert, dass er drin geblieben ist. Aber okay. Weil wer rausgegangen hätte, ja noch ein Eisbär überlebt, definitiv. Oh, perfekte Führung. Hier will ich den Samenbombenschaden haben. Weil jetzt reicht ein Erdbeben easy. So, wir gehen jetzt auf Erdbeben. Wir tanken noch ein Erdbeben. Perfekt. Problem ist, er kann uns jetzt farmen, ne? Was ziemlich doof ist. Aber wir kriegen Damage drauf. Komme ich noch zum Erdbeben? Ja. Das Erdbeben sollte guten Schaden machen. Ich könnte mir einen Sumpex noch hinten vorstellen, Tatsache. So. Er setzt blind ein. Dann würde ich die Attacke schon mal schilden. Okay, es ist ein Iroquex, okay. Es ist ein Iroquex. Er gibt für Steuerungsübung, okay. So, Nitrolader kommt. Die Attacke lasse ich jetzt auch nochmal durch. Bei den Schmarotzer sollte ich auch noch tanken, genau.
er kann mich tatsächlich runterfahren, ne? Er konnte mich tatsächlich runterfahren, dann hätte ich den Schmarotzer doch geschildert. Okay, das ist ein Gleichstand. Wenn die Samenbomben jetzt nicht reichen, dann habe ich verloren. Samenbomben kommen. Reicht knapp nicht. Und der Schmarotzer wird mich rausnehmen. Oh, dann hätte ich doch schilden sollen. Ah, er hat mich eiskalt runtergefarmt, ne? Ja. Schade. Ja. Problem ist, ich war auch ein Schild Rückstand. Wie viele Kämpfe haben wir jetzt? Wir haben aber 2 Wins schon. Wir können das noch positiv beenden. Gucken wir mal, wo wir da jetzt so landen. Ja, dieses Team hier funktioniert eigentlich recht solide. So, Paybon. Paybon. Ja, Registrier ist erstmal in Ordnung. Und ich setze immer zu spät ein. Ätzend. Ja, aber die Blitzkanonen kann man tanken. Ich hätte gerne R eingesetzt. So, jetzt setze ich ein, bevor die nächste Abschwächung kommt. So, gegen Sumpex haben wir ja noch bei Reiser. Okay, schön. Ja, dann können wir doch auch schön, ne? Ich meine, was spricht denn dagegen? Was spricht denn dagegen? Es war nur Fokus. Okay. Schade. Das kommt aber einfach das eigene Wallreiser rein, was in Ordnung ist. Ja, ich hätte einfach nicht schilden sollen, ne? Schild war doof. Schild war einfach doof. Na, kommt hier Erdbeben. Okay. Ja, ich wette Fiaro gehen. Er wird einen Sumpex hinten haben. Er wird einen Sumpex hinten haben. Die 2 Reise. Ja, hier muss ich auf Sturzflug gehen. Okay, es geht doch eher in Giratina. Ja, das Problem ist. Ja, ich hatte Spukball ready. Ja, somit gewinnt er das leider. Bei den Eisspeer, wäre es nicht Krypto, würde ich den Eisspeer überleben. Aber das Krypto ist, überlebe ich den bestimmt nicht. Doch. Ja, aber er kann mich runterfarmen. Ach, Mist. Hätte ich nur Nitro-Leitung eingesetzt. Aber okay. Team funktioniert an sich immer noch.
Ich hätte es anders spielen sollen. Ich hätte den Sturzflug einfach aufheben sollen. Und einfach den wunderschönen Spukball auf das Giratina zimmern. Es hätte es wahrscheinlich aber überlebt. Achso, wir haben noch ein Set. Das kommt dann im nächsten Video. Für die Folge soll es mal wieder gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.